an der Regattastrecke kämpfen am Samstag bereits seit den frühen Morgenstunden die Teams um den Meistertitel. Noch starten die 10er-Teams bei gutem Bootswetter auf dem Bootssee. Zeit für die anderen Teams, noch ein wenig die Ruhe vor dem Wettkampf zu genießen. Nicht so die RFT-Kabeldrachen. Obwohl das erste Rennen erst in gut einer Stunde ansteht, ist die Aufregung den Teammitgliedern bereits lange vorher anzusehen. Die letzten Handgriffe am Boot sind da nicht nur eine Notwendigkeit, sondern auch eine gute Gelegenheit, den Puls ein wenig herunterzufahren. Heute gilt es, eine Strecke von 200 Metern im Drachenboot zurückzulegen. Und das möglichst mit persönlicher Bestzeit. Wir haben zweimal die Woche trainiert, die letzten 4-5 Wochen. Dann auch Trainingslagen gemacht, so ein bisschen an den Wochenenden. So 6, 7, 8 Stunden lang halt auf dem Wasser gewesen, trainiert, alle Abläufe nochmal genommen. Das Team wurde nochmal extra gebrieft. Ja, und dann ist es jetzt nur noch eine reine Kopfsache eigentlich. Anvisiertes Tagesziel ist es, unter die besten 10 von insgesamt 18 Teams zu kommen. Das gemischte Team tritt in der Klasse des Breitensports an, und zwar im 20er-Boot. Dazu kommen noch Steuermann Matthias Kenzler und die Trommlerin Leonie Berz. Sie gibt auf dem Wasser den Takt an und heizt der Mannschaft ordentlich ein. Denn schließlich wollen die Freizeitsportler auf dem Wasser ihr Bestes geben. Und dafür ist ein starkes Gemeinschaftsgefühl Grundvoraussetzung. Ah, der Teamzusammenhalt ist ziemlich groß jetzt gerade. Motiviert sind sie alle verdammt hoch und das ist halt die Gefahr, dass sie alle übermotiviert sind. Nach einer längeren Aufwärmphase auf dem Wasser, bei der noch einmal schnelle Starts geübt und die Muskeln gelockert werden, gilt es, den Vorlauf zu absolvieren. Trotz größter Anstrengungen ist den Kabeldrachen nach dem Rennen die Enttäuschung anzusehen. Mit gut 53 Sekunden Rennzeit hat es leider nur für den letzten Platz gereicht. Eine halbe Bootslänge trennte die Kabeldrachen von den Siegern. Und auch bei dem Hoffnungslauf gegen Mittag können sich die Hobbysportler gegen die oftmals wesentlich jüngeren Teams leider nicht durchsetzen. Trainer Matthias Kenzler versucht sich an einer Fehleranalyse. Es ist halt eine deutsche Meisterschaft. Wir sind nicht auf einer Dorfregatta und die Leute sind natürlich schon ganz schön aufgeregt hier, wenn es auch um was gehen würde, theoretisch. Also was hat gefehlt? Konditionen oder? Nee, die war alles gut. Aufregung. Der Kopf hat bei einigen nicht mitgespielt. Der war nicht richtig frei. Hier geht es nur um 200 Meter Kopfsache und dazu kommen die Arme. Und die waren halt, ja, es hat nicht ganz harmoniert, die ganze Sache. Trotzdem, das Team sieht das Ergebnis eigentlich nicht so verbissen. Vielmehr kann es stolz auf die Teilnahme an einem solch großen Wettkampf sein. Eine unvergessliche Erfahrung.